viele einflussreiche Denker, übrigens auch die Neue Zürcher Zeitung hier als wichtiges Blatt in der bürgerlichen Szene, plädiert eigentlich für die Preisgabe der schweizerischen Neutralität. Darf ich da noch ein Statement Ihnen entlocken? Was sagt der erfahrene General und NATO-Experte hier, aber mit historischem Bewusstsein und dem Blick der Vielfalt? Wie sehen Sie die Schweiz? Muss die Schweiz die Neutralität pflegen oder muss sie sie preisgeben? Sollte die Schweiz in dieser etwas sich ungemütlich zuspitzenden Lage bei der NATO irgendwo annähern? Also ich sage das auch als ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Die Schweiz hat eine Geschichte, in der sie Sicherheit durch ihre Neutralität erlangt hat. Die Zukunft, eine Zukunft für die Schweiz in Sicherheit und Freiheit bedeutet, die Neutralität mit Händen und Füßen zu bewahren. Denn wenn Sie das akzeptieren, was ich eben ausgeführt habe, und die Schweiz schlösse sich dem westlichen Block an, dann ist, würde ich sagen, nach dem alten Motto mitgefangen, mitgehangen, dann ist die Schweiz nämlich in dieser Konfrontation mit dabei. Und das ist eine Situation, die sehr ungemütlich für die Schweiz werden könnte. Ich bin dafür, dass wir diese Blöcke auflösen, ja, und nicht verstärken. Dass wir sie auflösen, dass wir tatsächlich zu einer multipolaren Welt kommen, in der jeder Staat einen Platz hat, der ihm Sicherheit und Freiheit gewährleistet, aber nicht diese, sagen wir mal, diese Verbindung zu einem anderen Staat, der andere Interessen und andere Ziele verfolgt. Die Schweiz hat ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Interessen. Und die muss sie bewahren. Und sie darf sich nicht zum Vollstrecker der Interessen anderer Nationen machen.